Ja, seid grüßt auf dem Bonnenwald-Kanal, eurem Kanal für gepflegte Kräuterinformationen. Und heute schauen wir uns mal die Biologie wieder an. Was ist passiert? Was sehen wir? Moving Bed ist klar, das kennt ihr von mir. Dann habe ich hier vorne eine Strömungsplatte eingezogen. Also ihr erkennt hier wahrscheinlich, ich gehe mal näher ran, das Gitter, das ursprüngliche Gitter. So, jetzt glaube ich, sieht man es recht gut. Also ich habe hier ein Gitter über die ganze Breite und Höhe. Und wenn jetzt hier der Hauptstrom kommt, dann wird es jetzt einfach hier oben durchdrücken und natürlich entsprechend ein Teil von den Medien wäre dann nicht gut durchströmt, insbesondere die Medien, die mehr im unteren Bereich sind. So, jetzt habe ich hier ganz simpel mal mit Kabelbinder eine Platte befestigt, die ist so ja, 30, 40 cm tief nach unten hin. Und die verhindert mir, dass jetzt einfach der Strom hier gerade durchrauscht und bewirkt hier, hilft mir hier etwas in der Rotation, also die Strömung etwas hier so zu leiten. Dann hier im hinteren Bereich gibt es eine Belüftung. Und wenn man jetzt so optisch hinguckt, würde ich mal sagen, dass die Bewegung, ja, ziemlich im ganzen Wasserkörper des Biofilters stattfindet. Und das ist auch wichtig, denn alle Bereiche, die nicht richtig angeströmt sind, die nicht gut durchströmt sind, sind verloren. Verloren im Sinn, das ist so viel wert, wie wenn diese Medien in dem Bereich gar nicht da wären. Denn die können nichts groß bewirken. Die Biomedien müssen ja versorgt werden mit Sauerstoff und Nahrung, Nährstoffe, Ammonium und Nitrit dann in der zweiten Abbaustufe und Sauerstoff, und dann können sie das Endprodukt Nitrat erzeugen, und das machen sie aber nur dann gut und möglichst am Maximum, wenn sie eben gut angeströmt sind. Ich bin hier mit meiner Anströmung jetzt ziemlich zufrieden. Sicherlich, es gibt immer noch Optimierungspotenzial. Vielleicht ganz hinten links im Eck hier sehe ich noch eine mini-tote Zone. Ja, also es gibt immer, egal wie man es anstellt, wahrscheinlich noch ein kleiner Verbesserungsbedarf, ein kleines Verbesserungspotenzial. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich glaube, das ist jetzt schon sehr geringfügig, was ich hier noch optimieren kann. Und die letzte Optimierungsstufe war hier, wie gesagt, diese Kunststofffolie, die mir hilft, die Strömung etwas besser zu leiten. So, dann, wo stehe ich jetzt mit meinem Nitrit oder mit meiner Einfahrsituation? Ich habe 24, 25 Grad Wassertemperatur. Das ist schon mal ziemlich gut für die Bakterien. Das geht alles zügig. Ich habe aber die Bakterien leider etwas plätten müssen durch eine Chloramin-T-Behandlung. Die hat mich zurückgeworfen. Deshalb bin ich aktuell bei 0,5 Milligramm pro Liter Nitrit. Und Salz ist ja noch im Teich von meiner Behandlung. Also ist das nicht weiter dramatisch und hat keine Auswirkungen auf die Fische. Dann nächster Punkt, das wird ja immer mal wieder gesagt, hier durch die kräftige Bewegung werden dann die Feinpartikel noch mal weiter zermahlen. Da kenne ich noch keine Zahlen dazu, nur Aussagen, Vermutungen, und deshalb ist es mir gelungen, dass ich jemand dafür gewinnen konnte, eine Messung zu machen. Also wir werden in absehbarer Zeit verschiedene Stellen hier durchmessen, vor dem Filtergewebe, nach dem Filtergewebe, vor der Biokammer und nach der Biokammer, also vier Messstellen, und da werden wir dann die Partikelgröße und die Partikelanzahl ermitteln mit Laser, und dann können wir mal sehen, was tut sich da wirklich. Also ich weiß da auch nicht, was rauskommt. Ich will es einfach mal wissen.
Und da dürfte schon gespannt sein, wenn ich die Ergebnisse habe, beziehungsweise genau, wenn es da was Greifbares gibt, wenn ich die Auswertung auf dem Tisch habe, mache ich da sicherlich wieder ein Video dazu. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann macht einfach schon mal ein Abo, dann wird er automatisch benachrichtigt. Hier sind die Wheelies, das wissen die meisten. Ich hole jetzt einfach mal x-beliebig, greife mir hier mal mit dem Mini-Kescher rein und hole mal ein paar Wheelies raus und schaue die an und halte die hier auch euch hier in die Kamera und ihr seht, dieses dunkle, gräulich-bräunliche, ihr seht hier, es ist komplett besiedelt. Nehmen wir einfach mal noch das nächste. Hier ist jetzt, genau, das ist auch ein gutes Beispiel. Hier ist ein Wheelie, das ich neulich reingeworfen habe. Da habe ich nochmal 10, 20 Liter nachgeworfen, also aufgerüstet. Und ihr seht hier, mal gucken, wie es die Kamera scharf stellt. Also hier ist es längst nicht so dunkel und teilweise sogar hell. Hier oben ist hell, da ist nichts. Und da, wo was drin ist, ist teilweise nur Wasser und eine Mini-Färbung. Also das ist einer, der ist jetzt erst ein paar Wochen drin. Nehmen wir den nächsten. Das ist jetzt wieder ein alter, eingelaufener. Da ist es richtig dunkel. Nehmen wir noch einen. Das ist auch wieder dunkel. Und so könnt ihr bei den Wheelies, und das ist das Tolle, rein optisch schon erkennen, was Sache ist. Das ist nochmal einer von den neueren. Und die Kamera, ich weiß nicht, ob die so gut rüberbringt. Man sieht eigentlich hauptsächlich Wasser, Luftblasen und vielleicht minimal eine Graufärbung, aber hauptsächlich Wasser. Und wenn ich das jetzt kräftig schüttle oder mal ein bisschen draufblase, habe ich drauf geblasen und ich konnte es hier oben ausblasen. So, jetzt nehmen wir einen eingelaufenen, blase ich da mal drauf. So, am Ende habe ich noch mal volle Kanne Druck geblasen, dann ging hier auch ein bisschen was raus. Aber wenn ich jetzt mit normaler Kraft blase, dann kann ich den Biofilm hier nicht aus den Gittern ausblasen. So, das heißt, auch durch normale Bewegung rüttelt er sich nicht kaputt. Durch so eine riesige Hexenkesselmäßige Bewegung vielleicht schon. Da sollte ich es eh nicht übertreiben mit der Bewegung. Hier ist die Bewegung jetzt eher ein bisschen kräftiger als normal, weil ich meinen Turbo-Modus angeschalten habe mit etwas mehr Bewegung. Von daher die normale Helix. Die normale Wheelie-Bewegung ist etwas geringer, aber selbst dann werden noch alle Bereiche gut stimuliert. So viel dazu. Es sind jetzt gut 300 Liter hier drin. Das sind 0,5% des Teichinhalts von 60.000 Liter. Also sehr wenig, aber damit müsste es möglich sein, ein knappes Kilo abzubauen, zu verstoffwechseln in der Hauptsaison, was quasi zu beweisen wäre. Wir werden sehen, wenn sich die Biologie von der Chloramin-T-Behandlung erholt hat. Ich bin da optimistisch. Ihr könnt es weiter begleiten. Da wird es immer mal wieder ein Video dazu geben zu dem Thema. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bis dahin, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und macht ein Abo, wenn ihr keins habt. Ansonsten bis bald. Tschüss.